schon 1983 haben sich ungefähr 10 Frauen getroffen, um zusammen in der Weimarer Frauengruppe sich mit bestimmten Frauenthemen zu beschäftigen. Also Geschichte der Frauenbewegung, auch die männliche und weibliche Sozialisation, feministische Theologie. Man traf sich in privaten und kirchlichen Räumen, also unter dem Schutz der Kirche auch passierte das. Und vor allen Dingen haben sie eine erste Studie zur Gewalt an Frauen entwickelt, also ein Tabu auch in der DDR. Also es gab weder Beratungsstellen noch Frauenhäuser in der DDR, das Thema gab es gar nicht. Am 24.04.1990 wurde der Verein gegründet und ungefähr ein Jahr später zog das Frauenzentrum mit ganz vielen Bereichen in die Heinrich-Heine-Straße 9, um dort politisch zu arbeiten, soziokulturell zu arbeiten und vor allen Dingen auch Frauen zu beraten, die Gewalt erfahren haben. Es wurde ein Preis ausgeschrieben Anfang der 90er vom Bundesministerium für ostdeutsche Frauenprojekte. Da hat das Frauenzentrum den ersten Preis gewonnen. Und damit, mit diesem Geld, sollte das Haus saniert werden in der Heinrich-Heine-Straße. Das hat nicht funktioniert, weil es da auch, also der Alteigentümer hat das Haus zurückhaben wollen und das ist leider auch passiert, sodass man hier überlegen musste, wo kann das Frauenzentrum zukünftig sein Domizil haben. Und da gab es viel Unterstützung auch von der damaligen Stadtspitze und von Kommunalpolitikerinnen, die dafür gesorgt haben, dass der Verein dieses Haus in der Schopenhauer Straße 21 kaufen konnte. Das war in einem schlimmen Zustand, wie man sich vorstellen kann, und mit vielen Spenden und Städtebaufördermitteln ist es ganz umfänglich saniert worden. Ganz viel ehrenamtliche Arbeit wurde geleistet. Also all die damals hier angestellt waren, haben an Wochenenden hier mit renoviert. Also da steckt ganz viel Herzblut auch drin. Da leite ich einen Workshop einmal im Monat. Und da treffen wir uns frühmorgens 7:45 und frühstücken zusammen. Es ist eine feste Gruppe, wir frühstücken zusammen. Dann erzählen sie aus ihrem Alltag, ihrem Arbeitsalltag vornehmlich. Und dann gibt es eine Stunde, in der wir hier oben in diesem Raum sind miteinander und auch so Kommunikationsthemen bearbeiten. Also eigentlich sind es Kommunikationsworkshops, wie ich sie mit anderen Menschen, also mit Menschen ohne Behinderung auch mache, aber eben methodisch ganz anders strukturiert. Und dann nach dieser Stunde ist auch eine Pause, was ist für die Frauen sehr anstrengend. Und danach gibt es so eine künstlerische Einheit und da sind sie gerade dabei, eben ihre Körpersilhouetten zu gestalten, das habt ihr ja gesehen. Wie sie zum Beispiel anfing, diesen ganzen Kopf erstmal zuzukleben. Das war total verrückt, dass sie so oben anfing, alles so zu kleben und zu kleben und zu kleben. Und nach hat sie dann dieses Goldgewand und auch diese Haare zugefügt und also mit einer Überlegungskraft und die Farben ausgewählt und guckt, was will ich jetzt eigentlich damit so. Das war
für mich faszinierend, diesen Prozess zu beobachten. Erstmal auch darum wahrzunehmen, ganz, ganz arg wahrzunehmen, die Bedürfnisse dieser Frauen, die sie vielleicht noch nie geäußert haben, sondern erst hier zum ersten Mal. Ich denke ja auch, wenn ein Mensch sozusagen anfängt, ein Bild zu beobachten und Farben zu beschreiben, Nuancen zu beschreiben, Formen zu beschreiben, dass er dann irgendwann auch anfangen kann, sich selber zu beschreiben. Das ist sozusagen diese künstlerischen Mittel wie so eine Brücke zu sich selbst. Für diese Frauen, die so in so einem Werkstattkontext leben, gibt's, also die sind ja da auch sehr abgeschlossen irgendwie. Also viel findet dort mit, durch und über die Werkstatt statt. Und hier ist es mal so ein Raum, wo sie wirklich auch rauskommen und gleichzeitig auch die Möglichkeit der Beratung, also zum Beispiel in diesem Beratungsraum haben, individueller Beratung, und den nutzen auch schon zwei Frauen. Das heißt, es ist auch so eine Schnittstelle, um die Frauen hier ins Frauenhaus anzuschließen für ihre Themen. Wir sind eine offene Gruppe, das heißt, es können immer noch neue Mitglieder dazukommen. Wir sind kein Spinnkurs, wir sind eine Gruppe. Jeder kann sich hier einbringen und es geht halt ein bisschen um den Austausch zum Thema Handspinnen. Spinnen ist ja auch eine gewisse, früher war das eine gewisse Frauenarbeit. Also ganz früher haben ja Frauen ein Spinnrad als Mitgift bekommen zum Beispiel. Und es ist ein Treffpunkt, ich meine, wir lernen voneinander, also das kann ich so sagen, ich gehe erst seit Januar hierher. Habe mich am Anfang ganz schön dumm angestellt, aber man tauscht sich aus, wie das vorhin war, mit der verschiedenen Wolle, mit dem Färben, ja, von der Stärke der Wolle, was sonst noch so, von Ideen her. Und jeder bringt was ein. Das ist eben Fortsetzung der alten Tradition der Spinnstube, ne? Wo die Leute ihre sozialen Kontakte geknüpft haben früher, so machen wir das eben auch, wir Frauen jetzt untereinander. Männer haben wir nicht, dafür sind wir natürlich grundsätzlich offen. Die dürfen auch kommen, aber wir haben jetzt noch keine. So halt. Erst war es für mich total unsichtbar in der Vergangenheit und dadurch, dass ich jetzt hier arbeite und in die Themen, die hier an diesem Ort sozusagen Raum haben, sag ich mal so, mehr involviert bin, hat es für mich also in meinem gesamten Leben schon, also das Arbeiten hier wie eine Zäsur auch gesetzt. In der Beschäftigung mit dem, was hier Themen sind, ja, kann man so sagen. Wenn ich durch die Räume gehe, natürlich kommen da Erinnerungen an Veranstaltungen hoch und verbunden mit den Veranstaltungen natürlich auch Erinnerungen an Menschen, mit denen diese Veranstaltungen stattgefunden haben. Viele Gespräche, intensive Gespräche, lustige, heitere, wir haben geweint, gelacht. Also hier ist schon alles vorgekommen, wir haben hier rauschende Partys gefeiert. In manchen Räumen denke ich auch daran, wie viel Arbeit ich da schon reingesteckt habe. Also sprich selber, wie oft ich die Wand schon gestrichen habe. Also um es mal ganz banal zu sagen. Ja, für mich hängen viele Erinnerungen hier im Haus. Hier werden verschiedene Lebensrealitäten tatsächlich sichtbar. Also die eigentlich sozusagen in der Lebenswelt, wie wir es vorher schon hatten, irgendwie wie nicht auftauchen.
Oder für die es woanders keine Räume gibt. Und für die sind hier aber Räume. Es ist auf eine gewisse Weise ein Ort für Gemeinschaft auch und für Zusammenkommen. So. Also nicht nur für Unterstützung und Hilfe, sondern auch um einfach wie so ja, Gemeinschaft, Gesellschaft zu bilden. Ich würde mir weniger Bürokratie wünschen, so dass ich mehr Zeit für den Menschen und für meine eigentliche Arbeit hätte. Also der Verwaltungsaufwand ist riesig geworden. Und wir haben im Prinzip keine institutionelle Förderung, sondern wir werden behandelt wie ein Projekt. Und dieses Frauenzentrum gibt es seit 33 Jahren jetzt. Immer mit dem gleichen Zweck. Ja, und trotzdem müssen wir jedes Jahr einen Antrag stellen für die Fördergelder. Wir müssen Verwendungsnachweis machen, zwischendurch Änderungsanträge, alles auf Verwaltungsdeutsch. Und das frisst wahnsinnig viel Zeit und Energie. Und deswegen würde ich mir wirklich eine institutionelle Förderung wünschen und eine bundeseinheitliche Finanzierung wünschen. Und was ich mir persönlich wünsche, ist ein Bundesgesetz, was die Bundesregierung jetzt gerade erarbeitet, dass also Frauen nicht davon abhängig sind, ob sie Möglichkeiten haben, in ein Frauenhaus gehen zu können oder nicht, sondern dass es einen Rechtsanspruch für Frauen und Kinder gibt, die Gewalt erfahren. Und zwar zügig und unbürokratisch. Ich habe auch immer gesagt, das ist ja so, so ein Ort, der sowas eigentlich Alltagsrealistisches hat, ne? Und das sollte sich irgendwie so im Bewusstsein der Menschen auch verankern, wie so eine Bäckerei. Man geht halt in die Bäckerei, die ist da, da gibt es Brötchen. Und dann geht man halt ins Frauenzentrum und da gibt es Filme und da gibt es Bildung und da gibt es Unterstützung und so. Und das, also dass das so eine Normalität kriegt einfach.
ist ein normaler Ort des Zusammenkommens, der aber eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe hat im Moment noch. Aber dass er eben so werden, also dass der so, dass sich das Bewusstsein der Menschen auch so entwickelt und auch, also auch vor allem auf politischer Ebene, dass sich das Bewusstsein dahin entwickelt, auf diese Frage, wie wollen wir miteinander leben und was brauchen wir dafür für Orte?